Stirbt, stirbt, stirbt! I'm getting us out of here. Gee, Kinsey, thanks for saving my life. Why, thanks, boss. I love being appreciated. Boss, I'm the president now. When did you turn into such a jerk? Surprise, Kinsey. I've always been an asshole. Thank you. I mean it. You're not wearing pants. This just got weird. Can I fly now? Knock yourself out. Aber sie lässt uns ans Steuer. Des Schiffes, meine ich. Steuerpult nehme ich an. Denke ich doch. So, wie fliege ich denn? Fassrolle. You saved Keith David before me. I passed by him on the way out. Well, how did you get out? Let's just focus on flying, shall we? You're right. Kinsey, this thing have a radio? Radio signals bounce around space for... Oh yeah! This is my jam! Oh nein! Und YouTube beobachtet uns! Oh mein Gott! Help me, don't hurt me, no more. Ah, wo geht's lang? Und YouTube is watching us, oh mein Gott. Oh, 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 oh. Okay, die Lücke, jawohl. Und die ist auch sehr schön. Oh. Juhu. Keine Ziele. Wieso habe ich keine Ziele? Da sind Ziele. Stopp, 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 stopp. Was da? Do a barrel roll. Was soll das? Spin the ship, damn it. Dreh das Schiff, verdammt. Wieso soll ich es drehen? Geht doch gut so. Ja, er braucht schon fast rollen. Wollt mich doch rollen. Ja, ich fühle mich gerade etwas unterfordert. Stay on target. Was? Weg. Geh doch. Mein Gott, ein Kratzer. Zwei Kratzer. Ist nicht so wild. Aber was soll's. Juhu. Haben wir gewonnen? Ich glaube, wir haben gewonnen. Really leaving the others, are we? Hell no. But if we're taking the fight to Zinyak, we'll need all the help we can get. Kinsey, can you get in touch with Oleg? Yeah, we should be in range. Huh. I always thought Nightblade was just vampire shock. Oh no, my friend. It is the essence of drama. Hey, you need to take that? You know anyone with the 217 area code? Is that St. Louis? Probably Telmark. Oof. Ignore. Voicemail? You want me to leave a message? It's all gone. Well, I'd say this was a productive day. You're a fucking monster. Oh, don't act surprised. I told you this would happen. You killed 7 billion people. Whoops. We're done talking. He's not getting away with this. You're goddamn right he's not. Kinsey, can you use this thing to place me back in the simulation? Yeah, I think I should be able... Do it. Wait, you want to go back in there? You can't kill Zinyak plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You? Sure.
You need help setting the DVR. If taking over a small part of the simulation led you to me, taking over the whole damn thing has to do something good. You don't even know what will happen. She probably does. The president is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zin security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness, locate where they're keeping our friends. And find Zinyak. Yeah. All right, let's do this. When historians look back on the fall of the Zin Empire, this will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized, and a course was set that the Saints could never back down from. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation, and the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history, Johnny Gat. But ever as always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action and the building of a robot. Die echte Welt. Geschafft. Eingabe sofort von. Natürlich. Money, money, money. EP. Boah, so wenig. Das Schiff. Das Schiff ist nun verfügbar. Kehre zum Schiff zurück, um mit deinen Leuten zu reden. Aufgaben zu erhalten, die Audiologs anzuhören oder eingesammelte Text-Adventures zu lesen. Gateway West Stanfield. Du kannst jetzt Gateways benutzen, um zwischen Schiff und Simulation hin und her zu reisen. Benutze das Gateway auf Stanfield Island, um zum Schiff zurückzukehren und dort Waffenlager, Kleidung, Fahrzeuge und Bandenanpassungen zur Verfügung zu haben. Besatzungsmitglieder Kinsey und Keith. Kinsey und Vizepräsident Keith David sind nun auf dem Schiff verfügbar. Besuche sie, um Aufgaben zu erhalten, durch die du lernst, wie man die Simulation schädigt und Zinyaks Operationen stört. Begleiter Keith David. Keith David kann nun über das Telefonbuch des Hub-Menüs in die Simulation gerufen werden. Er hilft den Saints im Kampf. Kinsey kann nun über das Telefonbuch des Hub-Menüs in die Simulation gerufen werden. Sie hilft den Saints im Kampf. Natürlich. Ja, du Scheiße. Bandenanpassung. Ja, okay. Nice. Gut, okay. Damit wären wir also wieder zurück in der Simulation. Das ging ja schneller, als ich gedacht hätte. Upp. Oberbefehlshaber-Pack. In Kleiderschrank und Waffenlager des Gateways sowie in der virtuellen Garage sind neue Inhalte zum Herunterladen verfügbar. Team Fortress 2. Im Friendly Fire sind neue Waffenkostüme verfügbar. Nice. Okay, neue Aufgaben. Was haben wir denn hier? Higgs. Okay. Wahlkampagne der Zerstörung. Erinnerst du dich, wie wir das während des Wahlkampfs gemacht haben? Wir müssen uns um diese Scheiße kümmern. Genau wie wir das in Boys getan haben. Mhm. Triff dich mit Keith auf dem Schiff. Wir waren doch gerade auf dem Schiff. Verdammte Kacke. Natürlich. Let's kick off this campaign. See me on the ship. Natürlich, aber zuerst möchte ich mal auf das Gateway-Dingens zugreifen. Kleiderschrank. Was haben wir denn hier Schönes? Kopf. Cool, ein Uncle Sam-Hut. Den tragen wir mal. Okay, ist geil. Anzüge? Hey, ein Uncle Sam-Anzug. Cool. Ich habe ja die Commander in Chief Edition gekauft. Ich glaube, es gab auch nur die Commander in Chief Edition. Jupp, ich glaube, das, ich glaube, das kann man erstmal so tragen. Sieht auf jeden Fall. Moment, jetzt will ich mal kurz gucken. Ja, geht, wir verlassen. Boah, ja, also die Aliens, die werden sich, die werden bei unserem Anblick garantiert tot umfallen. Vor Lachen. Ja. Gut, schauen wir mal her, was gibt denn das Waffenlager her? Den Tentakelschläger, den nehmen wir mit.
Was haben wir noch so? America, ein Dutzend Knarren, ein Raketenwerfer und ein Flammenwerfer. Alles schön mit nur einem bequemen Abzug abzufeuern. Entführ-O-Matic, damit kannst du deinen Feinden sehr nah. Kommst du deinen Feinden sehr nah. Funktioniert auch bei Kühen, das ist gut. Und der Einäscherer. Was probieren wir denn mal zuerst aus? Ich glaube, wir nehmen zuerst mal den Entführ-O-Matic. Ach, der liegt gerade... Der verbraucht nur Energie, oder was? Okay. Gewehr. Was haben wir hier noch? Pump-Action-Schrotflinte, die Standard-Schrotflinte der Polizei. Duck dich, wenn du einen Polizisten damit siehst. Definitiv ohne Straßenzulassung. Aber wann hat das die Saints jemals von etwas abgehalten? Die halbautomatische Schrotflinte... Tack 10 Straßenfeger. Die probieren wir auch gleich aus. Die Alien MP haben wir ja gerade schon ausprobiert. Das. Okay, das Alien Gewehr. Okay. Gut, was haben wir sonst noch so? Hubschrauberlandeplatz. Screaming Eagle. Geil. Probieren wir mal aus. Coolen Laser. Raketen auch noch. Geil. So, okay. Wir testen einfach mal den Screaming Eagle im Gefecht. All hail to me. Yep, funktioniert. Hat er ganz schön blöd geguckt. So, noch jemand? Ich will noch ein bisschen was töten. Naja. Das war jetzt nicht ganz so spektakulär, wie ich mir das erhofft hatte. Guck mal. Juhu. Okay, was haben wir noch? Den Modus wechseln. Juhu. Okay. Okay, das ist im Prinzip nur sowas, also in Anführungszeichen nur sowas wie der VTOL aus Saints Row 3. Kann ich das Teil einsammeln, während ich hier drin sitze? Jetzt mal ganz vorsichtig so mit dem Köpfchen. Jetzt so. Ja, ein bisschen weiter nach vorne. Alright. Tatsächlich, klappt gut. Also im Prinzip so eine Kombi aus Hubschrauber und... Ja, Jet. Primär Angriff hier, dieser Laser. Sekundär Angriff. Die... Raketen. Wir hatten ja hier ein... Was ist denn das? Okay, jetzt schauen wir uns gleich an. Ich möchte erstmal hier kurz die... Ich wollte gerade schon Bandenoperationen sagen, aber das sind jetzt ja ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinger heißen. Boom! Stirb! Ihr seid alle sowas von tot. Ups.